Hi. Dr. Freeman, vermute ich. Achtung. Mhm. Los, Beeilung. Die Combine kommen langsam in Gang, aber wenn, dann sollte man in Deckung gehen. Oh, nice. Sie hat uns geholfen. Dr. Kleiner meinte, du würdest kommen. Vermutlich hat er die Wegbeschreibung vergessen, oder? Und wir sind im Aufzug. Yay! Mein Vater war damals in Black Mesa dabei. An mich erinnerst du dich sicher nicht. Du sagst nicht viel, oder? So, so, die gute Alex. Er war auch bei Black Mesa dabei, der Herr Administrator. Wenn es um Breen geht, sieht mein Vater rot. Hier durch. Oh Leute, da ist ein Eingang hinter. Willst du noch gucken? Aber hier ist sonst nichts, okay. Oh, sie geht rückwärts. Der lädt aber oft. Boah. Wusste ich gar nicht mehr. Komisch, dass du gerade heute ein auftauchst. Denkwürdiger Tag. Ist hier auch eine Geheimwand hinter? Wir helfen Menschen, können nichts machen. Stadt zu fliehen. Eine gefährliche Route zu Dads Labor. Durch die alten Kanäle. Jetzt haben wir vielleicht endlich einen besseren Weg. Komm, ich spendiere dir einen. Okay, mach mal. Oh, und übrigens, nett, dich kennenzulernen. Danke. Gleichfalls. Verflixt doch mal. Wo ist die hin? Lamar, komm raus da! Oha, alles in Ordnung, Dr. Kleiner? Oh, hallo, Alex. Nun, fast in Ordnung. Ja, Lamar ist wieder aus ihrer Kiste geflüchtet. Ich würde ja fast vermuten, dass Barney sie gefangen und... Meine Güte, Gordon Freeman. Bist du's wirklich? Ja. Ich fand ihn draußen, den Streuner. Ist schon ein Tunichtgut, oder? Wir reden echt nichts. Wir verdanken Dr. Freeman viel, auch wenn er uns nicht selten in Schwierigkeiten bringt. Huch, ja, lauf mich einfach um. Ich muss sagen, Gordon, dein Besuch kommt mir sehr gelegen. Alex hat gerade das letzte Teil unseres neuen Teleporters installiert. Schreibt's auf und direkt in den Mülleimer. Okay. Du bist eine unserer Besten. Schauen wir mal, ob es funktioniert, okay? Und ist er hier? Da bist du ja. Ach. Mein Gordon, die sind aufgescheucht. Da kann ich ja nichts für. Bleiben, Doc. Das gefährdet deine ganze Arbeit. Keine Sorge, ich nehme ihn mit. Das stimmt, Barney. Dies ist ein bedeutender Moment. Wir weihen den neuen Teleporter mit einem Doppeltransport ein. Es funktioniert? In echt diesmal? Weil diese Katze lässt mich nicht mehr schlafen. Aber, es besteht kein Grund zur Besorgnis. Wir haben seitdem viel dazugelernt. Sehr viel. Katze? Doc, wenn er nicht auf die Straße geht, soll er zumindest vielleicht nochmal so? Was? Oh je, das hätte ich fast vergessen. Barney, ich überlasse dir die Ehre. Muss wieder zurück zum Dienst, aber okay. Ah. So geht das. Aha. Nice. Na also. Kleine Hula-Figur. Ey! Lamar, da bist du ja. Oh, oh. War das Viech nicht erledigt? Headcrab. Keine Angst, sie ist gestutzt und völlig ungefährlich, Gordon. Sie könnte höchstens versuchen, sich mit deinem Kopf zu paaren. Erfolglos. Eine Headcrab. Hier, meine Kleine, hüpf rauf. Nein, nicht darauf. Nein, nein, Vorsicht, Lamar. Die gehen leicht kaputt. Verdammt, es wird Tage dauern, bis ich sie da rauslocken kann. Ja, mit Glück noch länger. Sich so eine Headcrab zu halten, ey. Ey, schubst mich doch nicht. Ich möchte gerne diesen Anzug anziehen. Oh, das sollen wir sowieso machen. Ja. Teilweise. Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen, aber diese ist das Wichtigste. Also. Hier können wir den Anzug aufladen. Aber wir hören ihm erstmal zu. Komfortabler und benutzerfreundlicher. Oh je. Doch, dafür ist keine Zeit. Da
wenigstens den Anzug auf Gordon. Ja, ja, mach ich. An der Wand ist ein Ladegerät. Du kannst deinen Anzug jetzt an Combine-Ladestation aufladen. Die gibt das an all ihren Kontrollstrecken. Was ist das für ein Geräusch? 25 aufgeladen, na super. Das ist nicht so arg viel. Was es hier alles gibt? Aber man kann nichts drücken. Schaltkonsole und warte auf mein Zeichen, ja? Okay. Isaac, bist du dort? Ja, Eli, es gab hier eine kleine Verzögerung. Du errätst nie, wer heute Morgen in unser Labor gekommen ist. Sag mir nicht, wer das ist. Ganz recht. Und wir wollen ihn zusammen mit deiner reizenden Tochter auf den Weg schicken. Bist du bereit von Start? Eli Vance. Tun wir es einfach. Also, der masselose Feldfluss sollte sich selbst begrenzen und die Parameter stehen auf CY-Basis und LG-Orbifold einschließlich über. Die Bedingungen könnten kaum besser sein. Das hatten wir schon mal. Ach, da ist er ja, der Eli. Hier auf dem Bildschirm. Digitalisierung in 3, 2, 1. Oh, verflixt. Was nun? Stecker ist rausgeflogen. Oh ja, du hast recht. Gordon, könntest du uns einstöpseln? Mach ich. Ausgezeichnet. Gordon, betätigt den Schalter. Gordon, nur keine Scheu. Hier. Okay, mach ich. Sehr gut. Schlusssequenz. Die wollen die jetzt teleportieren. Wow, wow, wow. Da ist er. Und, hat es geklappt? Sieh doch selbst. Hey, Doc. Ach, und schon ist sie bei ihm. Danke. Sehr cool. Gute Arbeit, Izzy. Es war nicht nur mein Verdienst. Dr. Freeman hat mir sehr geholfen. Lasst uns Gordon jetzt hierher holen, ja? Ganz recht. Wir sprechen uns gleich wieder. Sauber, Gordon. Schalter ein und so. Dein MIT-Studium macht sich echt bezahlt. Danke. Sobald du deine Position eingenommen hast, senden wir dich zu Eli. Knapper geht's echt nicht. Na gut, dann mal rein hier. Und auf zu Eli. Das sieht ja krass aus hier. Oh oh. Mami, wärst du so nett? Viel Glück da draußen. Ganz recht. Es kann losgehen, Gordon. Bon voyage und viel Glück für die Zukunft. Na, vielen Dank, Herr Doktor. Headcrab. What? Hi. Wo sind wir? Hi. Ich möchte hier raus. Darf ich bitte? Wer ist das? Oh mein Gott. Hi. Hey, du bist der Typ von der Ansage in City 17 und wir sind wieder weg. Ey, der kennt uns. Sauerstoff. Oh. Das war aber niedlich. Wieso sind wir denn jetzt hier? Oh, alles leuchtet so. Ah. Ey. Ey. Die fotografieren uns einfach. Schnell hier rein. Schön an dem Spiel ist, es gibt meistens nur einen Weg. Das heißt, man kann sich nicht verlaufen oder so. Das ist zumindest schwierig, sich zu verlaufen. Da war doch was. Hi. Ah, jetzt können wir auch rennen.
Ah, das brauchten wir den Anzug für, scheinbar. Das ist das reinste Wespennest. Power City 17. Boah, Alter, da fliegen jetzt aber viele von diesen Fliegviechern raus. Aber es gibt ein Netzwerk von Flüchtlingen, die helfen, wenn sie können. Ich gehe mir gern mit, aber Dr. Kleiner braucht mich hier. Oh, und bevor ich es vergesse, das habe ich in Black Mesa gefunden. Viel Glück da draußen, Kumpel. Du wirst es brauchen. Geil, ein Brecheisen. Wer Half-Life 1 kennt, weiß, dass wir immer mit einem Brecheisen unterwegs waren. Und es ist sehr nett, dass Barney das für uns mitgenommen hat aus Black Mesa. Damit können wir hier jetzt so Kisten kaputt machen. Manchmal sind da Sachen drin, manchmal auch nicht. Die können wir auch kaputt machen, glaube ich. Komm mal weiter her. So, die kann man nämlich kaputt machen. Ach, stimmt. Jetzt, hier kommen schon Gegner, ich erinnere mich. Lass mich mal. Oh shit! Ein Zug. Okay. Jetzt muss ich doch erstmal gucken, wie wir hier langkommen, weil jetzt geht die Action endlich los. Ich habe schon die ganze Zeit drauf gewartet, dass es endlich mit Action losgeht. Fahr doch mal schneller. Aua! Jetzt haben wir schon Damage gekriegt? Ah ne, am Anzug nur. Und auch Gesundheitsdamage. Bräuchten wir eine Waffe? Können uns ja gar nicht wehren. Ah ja, Taschenlampe. Dafür brauchen wir immer diese Hilfsenergie. Die habt ihr jetzt auch schon gesehen, als wir da unter Wasser waren für Sauerstoff. Und wenn wir sprinten, dann geht die auch runter. Hilfsenergie. Ach, hier können wir uns heilen. Achso, ups, eh. So, ein HP, yay. Eine Pistole haben wir. Nochmal ganz kurz zurückgehen und uns voll heilen, solange es noch geht. So, wir haben jetzt eine Pistole. Können wir irgendwie zielen? Ich glaube nicht. Ja, ist ja gut. Mensch, beruhig dich, Mädchen. Ist hier noch irgendwas? Muss immer ein bisschen mit der Taschenlampe gucken. Nachladen. Jetzt muss ich mich ein bisschen eingewöhnen, wie das hier ist mit dem Schießen. Funktioniert eigentlich immer ganz gut. Ich spiele übrigens auf normal. Es war von vornherein auf leicht eingestellt, aber ich dachte mir, nee, also leicht ist jetzt vielleicht ein bisschen zu leicht. Ne? Wir müssen darüber. Kommt hier nicht jetzt ein Zug? Habe ich das richtig in Erinnerung? Wir müssen über den Zug darüber oder so. Ich glaube, so war das. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Schon so lange her. Ey, die schicken immer noch weiter neue Suchdingsies runter von dieser Zitadelle. So, wir haben es geschafft. Könntest du mal da hoch? Das ist nicht so einfach. Wir können auch nicht zielen, scheint mir so. Also nicht nochmal, wir müssen immer aus der Hüfte schießen. Mal, wo schießt denn du hin? Lad mal nach. Gefunden. Oh,
die stehen immer noch da drüben, aber ist mir jetzt egal. Da ist noch mal Munition drin. Oh, da oben. Leute, das ist nicht so clever, wenn man sich bei Explosivfässern daneben stellt, ne?